7 Spiele in Folge nicht verloren, 2 Siege. Der letzte, ja, der fühlte sich auch an wie ein Sieg. Das 2:2 gegen Borussia Dortmund, für den Kopf ganz wichtig, für die Psyche ganz wichtig, für die ganze Region richtig wichtig. Nicht verloren zu haben, sich nicht abschlachten zu lassen von dem großen Favoriten aus Dortmund. Ja, und jetzt geht es natürlich weiter gegen Augsburg. Und da ist wieder einer sicherlich im Blickpunkt, der, ja, er wird als Derby-Held gefeiert, als GOAT, ja, als Greatest of All Time. Und das ist Henning Matriciani. Wir erinnern uns an seine Grätsche kurz vor Schluss. Wir erinnern uns aber auch, wer das Spiel gesehen hat. Der hat gekämpft, der ist gelaufen, der hat gerackert, der hat gemacht. Also mit Kampf zum Publikumsliebling, zum Helden. Und wir haben ihn heute getroffen. Und ja, er ist nicht der Redner vor dem Herrn und relativ kurz und knapp. Und wir hören mal rein, wie er denn so die letzten Tage, wie er die Glückwünsche entgegengenommen hat, wie er die Glückwünsche von den Kollegen, wie er die Glückwünsche von seinem Umfeld, wie er jetzt drauf ist, was er jetzt vorhat und bla bla bla. Hört einfach mal selber rein. Ja, ich war erstmal nicht am Handy, habe mich erstmal natürlich gefreut, als ich dann die ganzen Nachrichten bekommen habe. Ist das natürlich gut fürs Herz, gut für die Seele und ja, da freut man sich natürlich drüber. Aber ich war relativ entspannt am Handy. Ich bin immer noch einer aus der Mannschaft, ganz normal. Und ja, freut man sich drüber, man lächelt einmal drüber und Spaß muss sein. Also ich versuche jedes Spiel alles zu geben, immer reinzuhauen. Egal auf welcher Position, einfach hinter der Mannschaft zu stehen und ja, wie gesagt, einfach Vollgas zu geben. Ja, es ist vielleicht ein bisschen anderes Gefühl, aber viel schwieriger würde ich das jetzt nicht sagen. Ich mache einfach mein Ding und ziehe das weiter durch. Ja, gegen Augsburg, ich habe es gesagt, wäre ein Dreier schon nicht schlecht, aber auch ein Unentschieden, ne, mal 8 Spiele in Folge dann nicht verlieren, auch wichtig. Klar, kann auch noch helfen, man muss immer gucken, wie die anderen reagieren. Aber einer, und das ist der Henning Matriciani, sagt halt auch, er ist jetzt, er genießt das, aber er bleibt auf dem Boden der Tatsachen. Und das wird für sich sicherlich auch für die Mannschaft zutreffen. Denn wenn du auf dem Boden der Tatsachen bleibst, dann kannst du tatsächlich das Unmögliche doch schaffen. Und ich meine, sie sind ja jetzt schon rangekommen wieder und die Klasse halten. Ich glaube, da stehe ich ganz, ganz gut auf dem Boden und klar hört man das immer wieder, klar. Dann kommen auch wieder, wow, Gold und bla bla bla, das ist schon alles viel, aber ich glaube, ich kann das ganz gut einordnen und ja, ein bisschen Spaß muss auch sein.